Welcome to the United States of America. Oh, das war jetzt ein kleiner Joke, den wir gerade hatten. Den musste ich jetzt bringen, entschuldige. Also, grüezi miteinander und herzlich willkommen zu Grand Prix 2 Saison 3 Rennen vom Großen Preis von Japan in Suzuka. Ja, warum habe ich jetzt so eine blöde Veräpplung vom United States of America Englisch gemacht? Novi und ich hatten nämlich gerade zwischen den Qualifying-Rennen, wo wir gerade Aufnahmepause gemacht haben, haben wir gerade so Witze drüber gemacht, über das Ami-Englisch, dass ich das nicht so mag. Und deswegen habe ich jetzt diesen blöden Joke gebracht. Der kam jetzt einfach so, der musste jetzt sein. Ja, Novi ist natürlich auch dabei. Ich begrüße mal meinen Co-Kommentator für dieses Rennen, Novi Amani. Schönen guten Abend, liebe Zuschauer, und herzlich willkommen aus Japan. Wie gesagt, das vorletzte Rennen. Nicht from United States, from America. Das Rennen war schon. Und ja, wir haben heute eine Strategie, die ihr seht. Und Michael erklärt warum. Wir haben das ja auch lange überlegt, ob ein Stop oder kein Stop. Aber genau. Michael hat sich entschieden. Und wer hier ist, das gibt dem Michael jetzt bekannt. Bitte, genau. Michael. Übrigens, warum ist mir dieser Joke eigentlich nicht eingefallen damals in Laguna Seca? Aber gut, also erstmal, wie viele Runde werden wir sehen? 28, aber wir fahren sie durch, haben wir entschieden. Meine Beißler ist es ja jetzt eh Schnuppe hier, weil der hat ja Punkte geholt endlich in der Saison. Der hat sogar gewonnen, a Pole Position, a schnellste Rund. Was will der noch mehr erreichen? Der kann ja nichts mehr erreichen in der Saison. Der hat das Ultimum erreicht. Zwei Zielankünfte für die Statistik wäre noch toll. Vielleicht mit der Strategie noch Punkte. Das wäre ja was, oder? Wenn der hier noch Punkte holt durch die Durchfahrtsstrategie. Wir wissen es nicht. Tritt hier nicht auf in den letzten beiden Rennen. Diese Hoffnung muss ich... Man weiß ja nicht, was die anderen machen. Aber technische Defekte können auftreten. Ja, und gehen wir mal in die Startaufstellung. Und 28 Runde japanische Grand Prix, nicht United States. Das ist nochmal für den Joke da am Anfang. Und auf der Pole Novien steht Rocky Bergmann vor Matze Schweizer. Es steht 3 Punkte für Bergmann in der WM vor Schweizer. Ist das schon ein halber Matchball in Richtung Adelaide für den Rocky? Da muss er auch den Start noch hinkriegen. Das ist es auch. Aber wer die letzten Japan-Ausgaben gesehen hat, generell auch in Wheel, der weiß, dass auch die Zweitplatzierten einen besseren Start haben als der Erstplatzierte. Ich sage nur gerne 98, tragischerweise, Michael Schumacher, der stehen geblieben ist. Ja, leider. Das war natürlich sehr, sehr unglücklich für Michael. Das war auch einer seiner letzten, das war auch wirklich seine letzte Chance, den Mika noch zu schlagen, aber das wäre schwer geworden. Schweizer hat da nichts zu verlieren. Hat jetzt keinen Druck. Er weiß, ein guter Start. Auf der Strecke habe ich ja schon meine Keyfacts schon gesagt. Überholen ist Pflicht, muss man. Also Matze hat die einzige Chance, im Starting Grid nach vorne zu kommen. Jetzt gehen wir mal zur zweiten Reihe. Und da möchte ich dich fragen, weil Warwick for Kenny, 33.000stel. Ja, schön, dass du die Zeiten so gut dabei was hast. Was denkst du persönlich? Wer kommt am besten weg? Erstmal danke, Nobi, dass du immer diese Zeiten so im Überblick hast. Ich habe manchmal immer meine Probleme mit meinem Zehntel, Tausendel, Hundertstel, weil ich es immer vertausche. Aber da wäre eine Novien dabei, auch in der vierten Saison, dann, wenn wir nicht mehr fahren. Ja, was denke ich dazu? Weil Warwick hat ja seinen Abschied ausgerechnet in Japan verkündet, dass er zu Honda geht. Natürlich die japanische Fans, der Kracher, die mögen den Warwick, der ist doch beliebt. Und die freuen sich jetzt auf der Honda. Auf der Honda mit Warwick. Die warten schon, bis die ersten Modellautos kommen davon und kaufen das. Nein, also Warwick hätte Kenny mal wieder geschlagen, denn das hätte er lange nicht mehr geschafft. Und ja, kann der hier ein Podest einfahren? Dann schon mal die japanischen Fans zeigen, Konnichiwa, und nächstes Jahr im Honda wird er mal nach vorne kommen. Und das traue ich dem Warwick zu. Kenny, ja, es war knapp, aber wir wissen, dass der Kenny auch ein guter Racer ist. Obwohl hier vor einem Jahr hat der Kenny
in der zweiten Saison damals die letzte Titelchance weggeworfen, ist abgeflogen in Führung liegend und so wurde Valvoric vorzeitig Weltmeister. In dieser Saison werden die beiden Lotus mit der Entscheidung nichts zu tun haben, aber Platz 3 festige und ja, gut, wenn es so bliebe, dann ist die Konstrukteurs-WM natürlich entschieden, aber wir haben es ja gesagt, auch einen 2 und 4 würde reichen. Also, das ist, da gibt es wohl nichts mehr zu holen in Polen, aber trotzdem, Valvoric vor Kenny ist super Leistung. Gehen wir mal weiter, dann gehen wir mal in die dritte Reihe. Daniel Schmutz und Gilbert Grün, die Ferrari-Reihe. Und da frage ich jetzt mal den Novien. Ferrari im ersten Qualifying Flop, jetzt Top. Wie kommt das? Ich glaube, ich habe schon eingangs nochmals betont, ich sage es nochmal gerne wieder. Die Strecke liegt in Ferrari. Ferrari ist ein Team, das auf kurvenreichen Sektoren sehr, sehr stark ist. Natürlich hätte man den Red Bull Mercedes eher das zugetraut. Mit Valentino Lisa, den wir gleich darauf ansprechen. Es waren insgesamt nur 122.000. Das ist nicht wirklich viel. Das ist wirklich nur anderthalb Zehntel. Das ist wirklich gar nichts. Die beiden Ferrari schenken da wirklich nichts viel. Und Schmutz möchte sich ja auch würdig verabschieden aus der Ferrari, aus Maranello oder Grün. Ich glaube, Schmutz verabschiedet sich, oder? Nee, nee, der Schmutz bleibt, der Grün Also der Grün, wird ja, für Maranello verlassen, der wird ja dann nach Freiburg gehen zu Beisler Renault. genau, und für Grün ist es trotzdem eine schöne Sache, sich nochmal nach vorne zu zeigen, dass er doch das schafft. Jetzt gehen wir mal zu der vierten Reihe. Patrick Patrick Lang, Lang und Valentino Lisa, 12.000. Und da möchte ich dich mal fragen, Michael. Lang im ersten Qualifying Platz 4, jetzt nur auf Platz 7. Was denkst du? Sehen wir von Lang noch eine kleine Chance in die ersten 5? Wenn er einen guten Start hinlegt, ja, denn dass er starten kann, ist klar. Und ja, ich denke schon, also Top 6 ist drin. Der Lang wird auf jeden Fall wieder gut holen. Er wird wieder die Audi-Punkte mitnehmen diesmal. Der Beißler nur mit Glück. Und Valentino Lisa, das ist das Duell mit Beißler Renault. Das ist das, um was es geht hier. Valentino Lisa ist der, wo mit dem unterlegenen Red Bull das Beste rausholt. Wieder Steht auch direkt. Ricciardo im Wheel in der letzten Saison. Genau, steht hier vor Christian Schwald im Und Beißler knapp. Renault. Direkte Duell. Dann Maximilian Weber. Und dann die beiden Renaults in Reihe 6. Und Renault hat ja angekündigt, der nächstjährige Motor wird einen richtigen Bums haben in der Leistung. Also, das heißt, wir werden wohl mit Renault rechnen müssen nächstes Jahr. Und dann sehe ich da für Beißler Renault, für Schwald und Grün gute Chance. Inwieweit das Werksteam da nach vorne kommt, weiß man nicht, weil Beißler hat ja Exklusivvertrag, ja, der hat so einen Halbwerkstatus. Man wird wohl auch dem Beißler mehr zutrauen, dem Team, als dem Werksteam. So traurig das klingt. Gehen wir mal zu Pfaffinger und Jan Bürgi. Jan Bürgi wird wohl Teamkollege von Valvoric, der hat ja noch einen Vertrag. Sein Bruder ist raus dann. Aber der wird ja bei Mercedes gehandelt in Reihe 8, Lukas Beer und Tobias Bürgi. Und da frage ich mal dich, Novien, Tobias Bürgi im Mercedes, glaubst du, das ist realistisch? Wenn er das bestätigen kann, schon, aber mit den letzten Qualifikationsplatzierungen bin ich nicht so wirklich zufrieden und das hat mich nicht so wirklich auf den Hocker gesessen, ihn wirklich auf den Mercedes anzuvisieren. Muss ich Stefan. ehrlich gestehen. Ja, Stefan Meyer und Luca Lichtmes, der nächste McLaren-Pilot, hat ein bisschen enttäuscht. Lichtmes in Österreich noch so stark, aber hat auch schon in der Lausitz Probleme gehabt. Kenan Erden nach dem starken Lausitzrennen, wie gesagt, das Angebot bei Sauber ist da. Ich denke, er wird es verkünden in Adelaide, Kenan Erden, weil ich glaube, das ist eine andere Chance hat er nicht, dass er da überhaupt ein Angebot hat, ist schon super. Michael Eichert, dann Joker, und du hast ja schon gesagt, eine Ehre für die Kenan Erden, wenn er vom Joker noch was lernen kann, gell? Im Sauber. Richtig, richtig. Sehe ich genauso. Und dann die Tobias beiden Freund. Freundbrüder, Tobias Ja. und Christian. Einer der beiden wird definitiv gehen. Der Die andere Frage ist könnte nur, noch eine Chance haben. genau, die Frage ist nur, wer das erwischen wird. Das wissen wir noch nicht. Und ich habe gerade einen Interviewpartner gerade erwischt und da habe ich gerade mit Patrick Bergold gesprochen. Er war miserabel auf seine Leistung bezogen und er sagte selber, das würde, jetzt pass mal auf, er hat selber schon gesagt, Lotus ist es nicht. Okay, ja, er war dort spekuliert Woche, aber das ist Und er sagte interessant. dafür auch eine interessante Gehaltsvorstellung, das hatte aber Lotus
Teamchef Gerard Lopez Lopez, ja. vehement abgelehnt. Begründung: Patrick Bergold passt nicht, leider nicht ins Profil bei uns. Und da möchte ich dich fragen, Beißler, gibst du Gerard Lopez recht? Nein, ich hätte Bergold da schon gesehen im Lotus. Ich hätte ihm das zugetraut. Aber wenn Gerard Lopez selber schon abgelehnt hat, dass Bergold da kommt, die Verhandlungen waren also schon in Gange, Waren auch sehr fortgeschritten. sind also richtig gut schon geheim gehalten worden, muss ich sagen. Aber dass sie jetzt abgebrochen worden sind, okay, dann bleibt dem Bergold wahrscheinlich noch Red Bull übrig, es sei denn, da kommt noch irgendwo. Mercedes-Cockpit ist ja noch frei. Ja, wer weiß, was passiert, ne? Das hat Paddy Lowe schon auf Ende mit abgelehnt. Okay, ja, dann bleibt ihm immer viel übrig. Aber ja, gut, er hat es nicht direkt abgelehnt, Novin, er hat es Nein, aber er hat schon dementiert. angedeutet, ja, dementiert, aber er hat schon angedeutet, wenn Bergold das nicht schafft, in Adelaide zu bessern. Also er hat drei Fahrer im Visier. Den einen Tobias hast du jetzt schon Bürki genannt, ist ja Tobias Bürgi. der an. Selbst Marcel Pelz sieht er sogar noch etwas besser ein als Patrick Bergold, finde ich. Aber wir kommen zu Marcel Pelz. Der hat schon leise gesagt, er will aber die Formel Servus. 1 verlassen. Er will es in der DTM probieren, bei BMW. Er fährt ja für BMW. Jens Marquardt hätte auch schon darauf informiert und der hat ihm gesagt: Ja, wir hätten DTM-Cockpit. Und wenn du das wirklich willst, wenn du die Leistung zeigst, Dann ruf uns einfach an. dann können wir dich da reinberufen und dann wird bei BMW Cockpit frei. Also da ist auch für den Bergold vielleicht BMW möglich. Das könnte ich mir auch noch vorstellen. Wenn der Kenny bei Lotus bleibt, dass dann der Bergold zu BMW geht. Also da, jetzt haben wir die Silly Season nochmal richtig in Wallung gebracht, Novien. Also das ist ja, da sind jetzt Vorstellungen, die hatten wir noch gar nie. Ja, und letzter Platz der Beißler. Wir haben es gesagt, dem ist scheißegal, was jetzt passiert. Der hat das Rennen gewonnen und fertig. Und ich denke, da gehen wir auch einfach rein, oder? Richtig. Grand Prix 2 Lap oben eingeblendet, liebe Zuschauer. Wenn die Ampeln umschalten, ist der große Preis von Japan in Suzuka das vorletzte Rennen der Grand Prix 2 Saison. Saison 3 ist gestartet. Gestartet. Jawohl. Und da zieht der Bergold durch. Da haben wir über ihn gesprochen. Und er zieht hier durch. Und wir dürfen keinem hinten drauf brezeln, Ovien. Oh, da ist ein Coca-Cola. Oh, Da ist einer da zieht raus. einer vor. Oh, da ist ein Williams neben mir. Wir müssen mal den Start angucken. Da ist der Bergold durchgeschossen wie ein Irrer. Hast du das gesehen? Will der wirklich noch das Mercedes-Cockpit ergattern? Ja, wir wissen es nicht. Und da ist einer rausgeschoben worden. Das ist ein Mercedes. Und das war Lichtmess. Es war Lichtmess, ja. Am Helm zu erkennen, Obien, genau. Der war sehr gut gestartet, der Lichtmess. Achtung auf, Und der jetzt ist ist da er mal von wieder da. einem BMW abgeschossen worden. Und das war wahrscheinlich der Pelz. Das werden wir gleich Oder Pfaffinger, analysieren. ich tippe Pfaffinger. Wir gucken mal, wer es war. Da ist schon mal der Ding drauf. Es war der Pelz, vermute ich, ja. Marcel Pelz war das. Wir gehen mal auf die Zentralcam, die uns das hier erläutert. Beim Anbremsen ist. Ja, Marcel Pelz, er wird aber vom Pfaffinger abgedrängt. Was will er da machen? Ja, unschuldig. Ja, Der Pelz Fuji wird da TV vom kommentiert Pfaffinger. das Rennen heute für euch. Genau, die haben jetzt die ganzen schönen Kameras. Gucken wir mal den Start von Beißland. Der Bergold sein Start, wie man sehe. Der brezelt da auch fast einem drauf. Aber ich würde, da ist neben dran der Lukas Bär aus. Das war sehr gefährlich. Ich würde jetzt aber gern mal den Bergold sehen, denn der ist ja durchgeschossen. Da fliegt ein Honda fast ab, hast du das gesehen? Aber hier Ja. Bergold, der startet auch nicht so schlecht. Dann muss er aber bremsen. Also, das muss man schon, wenn man fährt, bremsen, gell? Und Ist auf übrigens, Position 8. Achtung, Matze Schweizer führt. Schau mal, Matze Schweizer führt. Und Kenny zieht da auch noch durch. Nein, das wäre für den Schweizer gut gewesen. Weil dann wäre er richtig ein Puffer. Wir gehen jetzt mal auf die Sicht von Kenny nochmal. Da möchte ich auch mal einen Ja, ich will kurzen. erstmal jetzt die Sicht vom Hier Matze genau. Schweizer sehen nochmal aus der Zentralcamp. Bei mir haben die Kameras ja alle schöne Namen, gell? Gehen wir mal weiter. Der Start, gucke mal, der kommt auch besser weg als Bergmann, gell? Und dann Also ich hatte es bremst so er richtig gesagt, später. ne, von 2 auf 1. Habe ich richtig Und gesagt? das wären, wenn es so bliebe, ein Punkt Vorsprung vor Adelaide. Weil vier verliert man ja, wenn man Zweiter ist. Du wolltest den Kenny sehen.
Ja, Der zieht locker am Ballonschnapp. Valvoric vorbei und schafft fast den Bergmann, muss sich aber dann im Belgien. zweiten S ergeben. Ich würde auch gerne Valvoric Ja. noch sehen, wenn wir schon dabei sind. Und der Bergmann. Und dann gehen wir ins Der Live-Bild. Valvoric miserabel Der weggekommen. kommt gar nicht gut weg hier. Ja, der Kenny, der schlägt ihn mal wieder. Also der Johannes hat recht. Ein Verbleib bei Lotto scheint das Sinnvollste zu sein als Option. Und jetzt mal der Bergmann. Der startet eigentlich recht gut. Muss dann früher. Und der Solide, Schweizer würde ich kann sagen. spät bremsen, würde ich mal sagen. Ja, und er hätte fast den Kenny noch abgeräumt. Wir sind wieder Der jetzt Felice gleich. möchte. Wir sind jetzt Felice gleich möchte im das jetzt schwer. Live-Bild. Beißler 19 danach dem Start. Aber da ist ein Williams. Der gibt nicht nach. Das macht mir Angst. Der Williams da, jetzt haben wir ihn überholt. 19 da, auch ein solider Start vom Beißler. Der ja mit Und vollem 26. Tank losfährt. Der ja nicht reinkommen möchte. Ja. Ja, also Japan Schweizer immer führt. vor Bergmann und Kenny, Valvoric und Schmutz. Das Du sind die siehst ersten auch das fünf. Grand Prix 2 Lab, gell, das wir da immer eingeblendet Das haben. ist genau. Und das hast du ja gesagt, das von Platz 2 ist das möglich. Und wenn das jetzt so bliebe, Novin, dann wäre erstens McLaren Honda Konstrukteursweltmeister und zweitens würde der Matze mit einem Punkt Vorsprung auf den Rocky nach Adelaide Ins gehen, Saisonfinale gehen. weil man ja 4 Punkte verliert. Das sind ja 30, 26 und der 3 hat er ja Rückstand. Das wäre einer plus für Schweizer und Achtung, im dann. Hintergrund sehe ich da eine Attacke. Eichert, der In. gute Kumpel von der Lausitz, der mir die erste Überrundung versaut hat damals. Und was ist denn das hier für eine Veranstaltung in der Schikane? Der Red Bull Schweizer 1:48:0. Da wird es nochmal eng. Bergmann kann ihm nicht folgen. Kenny, weil wo ich schon abgeschlagen. Auch Schmutz, relativ solide, bleibt Fünfter. Also die ersten fünf haben sich nichts geändert. Ja, doch, Schweizer und Bergmann. Nein, ich Und meinte Kenny und nach weil. der ersten Überquerung. Ne, klar. So, von den Startplätzen her hat halt Kenny Vavoric sich getauscht und Schweizer Bergmann. Und für den Matze Richtig. wäre es wichtig. Und der hat ja zum Schluss eine starke Form gehabt. Haben ja gesehen, Kanada, Erster Österreich Sektor. und. Erster Sektor Bestzeit Bergmann. Eine Zehntel wieder aufgeholt. Kanada, was war es? Kanada, Monza und Österreich waren die Siege für Schweizers. Bergmann hat zuletzt gewonnen in Kroatien. Das ist schon etwas länger her. Richtig. Bergmann holt sukzessive ein bisschen auf. Er löst sich von Kenny. Kenny seinerseits von Valvoric. Valvoric seinerseits von Schmutz. Das ist schön hier in dem Grand Prix 2 Lab gemacht. Auch danke an den Fuchsi, denn von dem kommt das ja Schöne auch, diese Grüße. ganze Kirche. Oh, da ist gelb, da ist einer raus! Wir müssen mal Maximilian gucken. Weber. Maximilian Weber hast du gelesen. Ich habe es auch gelesen. Und der hat ein Oh. Elektrikproblem. War Achter. Und das hilft Ferrari natürlich. Wenn da ein Und auch bester Mercedes. Renault. Ja, gut, aber die kommen da ja nicht ran an Mercedes. Hier sehen wir es nochmal. Da fährt er und da merkt er, da reicht es nicht mehr zur Box. Genovien. Ist das bitter für Hat das den Auto gut Weber? abgestellt? Ja, sehr bitter, aber hat das Auto gut abgestellt? Da kommen wir. Und wir sind jetzt 18. Oh, da will der Williams angreifen. Achtung! Kleine Das ist Fehler. gefährlich. Da Ja, will da ich nicht hinten ist überholen, mein auch ein Freund. Coca-Cola Ford dran. Das dürfte Stefan Meyer sein. Schweizer die schnellste Runde. Jetzt Bergmann 1:44:2 hat sich angedeutet. Du hast die Sektoren beobachtet in der Grand Prix 2 Lab. Du hast gesehen, Richtig. dass der Bergmann auf Bestzeitkurs war. In den Kurven können sie mich nicht wirklich überholen, gell? Das ist interessant. Das ist so ein Phänomen, das hatte ich in Kanada, wenn du dich erinnerst, bis zu meinem Aufhängungsschaden, haben die mich ja nicht mal überrunden können, so weit weg waren die. Das haben wir jetzt so ein ähnliches Phänomen, obwohl es jetzt nicht die Strecke vom Beißler ist, Suzuka. Nichts, dass ich die Strecke nicht mag, aber fahrerisch ist jetzt nicht meine gewesen. Ich habe nicht viel gewonnen hier, wenn man es mal Also so. die Strecke ist auch eine meiner Lieblingsstrecken. Champ hat schon das mehr auch in seinem Message schon bezüglich schon Bianchi geäußert, dass es einer seiner Heimstrecken ist. Fühlt sich wie zu Hause. Die Fans sind Und natürlich auch frenetisch in Japan und es ist ein Traditionskurs hier, Suzuka. Schon ewige ja. Jahrzehnte im Kalender. So, warte mal. Einer der schönsten. Wenn ich unterbrich. So, jetzt Novin. Ja, was ist mit Japan? Also für mich einer der schönsten Rennstrecken, die es gibt. Weil Japan hat alles, was man braucht. Das stimmt. Ich muss mich erwehren mit dem Eicher, dem Williams. Wir kämpfen um Platz 18.
Das ist für den Eicher eine Enttäuschung im Williams, denn er kommt da nicht zurecht, wenn man mal guckt, wo der Bär ist. Wir können mal ein bisschen scrollen, Novien. Schweizer Bergmann, Kenny Vavoric, Schmutz, Grün, Lang, Lisa, Schweizer Jan Rennrunde. Bürki. Jan Bürki im Honda und Le Gall. Stark. Schwalt Also nur Jan. 11 und Pfaffinger 12. Also Schwalt hat da massivst verloren. Sogar einer der Freunds ist da vorne. Also richtig starkes Rennen. Ich habe den Lichtmess noch hinter mir, aber der wurde ja weggeschossen. Und der Kenan Erden. Ja, Schweiz hat eine schnellste Runde, Novin. Hast du die Achtung, gerade Attacke. mitgekriegt? Ja, jetzt der Coca-Cola Ford vor mir. Das ist Stefan Meyer gewesen. Der hat sich auch durch den Eichert geschnappt. Ja, und jetzt zieht er weg. Schnellste Runde vom Schweizer jetzt. Der hat jetzt auch prompt den Vorsprung auf über eine Sekunde ausgebaut. Auf Rocky Bergmann. Alles noch sehr eng beisammen. Der Boxenverlust, also eine Runde, ein Stop-Verlust, ist so um die 20 bis 25 Sekunden. Die Habe ich habe mal ich grob allein ausrechnen jetzt lassen. schon, ja, wenn Hugo dabei ist, die habe ich jetzt allein schon Rückstand. 31-1 auf die Spitze. Also Rennsieg wird es heute nicht, Novien. Ich habe beide Ja, und Mercedes wieder hinter erster mir, weil Sektor auf einer Bestzeit. ausgefallen ist. Erster Sektor wieder Bestzeit Bergmann. Mir Wieder eine steckt Zehntel abgeknabbert. ganz schön der Eichert im Getriebe. Der wird es jetzt auf der Geraden versuchen. Da scheint der Williams ein bisschen besser zu sein als der Beißler. Setup-technisch, aber in den Kurven schafft das nicht. Sogar der Coca-Cola Ford hat den Eichert geschnappt, gell? Und der ist ja eigentlich das unterlegenere Auto. Wieder Aguri mit Cortez. Der heute auch auf der Strecke wieder da ist, als Zuschauer. Natürlich. Ich will auch in Adelaide anreisen, genau mit Patrice Chirac zusammen. Und Marco Schwarzenbacher möchte in Adelaide dabei sein. Ja. Und Johannes Mehles ja auch da. Jetzt zwar nicht mehr in der Kommentatorenkabine, aber in der Box. Und zwar, Novien, in welcher Box ist er? Du weißt es. Der Mercedes-Box steht er. Genau, steht er, eingeladen von Mercedes. Der ist ja auch mit dem Mercedes-Motor GP3 Champion geworden. Und Und wartet halt nur auf den Maximilian Weber, aber der will keine Interviews gerade geben. Was auch ja. verständlich ist. Ja, gut, das ist natürlich bitter, der war. Oh, da ist schon wieder einer Okay. draußen. Das gibt's ja nicht. Wir müssen mal. Pfaffinger! Pfaffinger. Der war doch auf Punktekurs, der gute Steffen Pfaffinger. Getriebeschaden! Eieiei. Das ist Das hier ist schnell die passiert. Degner-Kurve. Nach der Degner. Kurz Hier vor der sehen wir's. Brücke. Hier wird er überholt von Jan Bürki und dann geht ihm das Getriebe flöten. Jan Bürgi muss sich dieses Mal ein dickes Kompliment machen heute. Ja, der ist Und den beflügelt Rest von fünf. dem Wechsel von Valvoric. Der möchte gern sich mit dem Valvoric messen können, gell? Nächstes Jahr im Honda. Richtig. Und die beiden McLaren, und da sage ich ganz ehrlich, die fahren wieder eine eigene Liga. Guck dir das mal an. Ja, 6 Sekunden auf Kenny, 12 auf Valvo, 14, 6 auf Schmutz. Das ist schon Dominanz. animalisch. Für Ferrari ist es übrigens super. Sie würden Mercedes jetzt überholen vom letzten Rennen und würde auf Platz 3 springen. Aber dann gibt es ja immer noch 45 Runden in Adelaide zu fahren. Glaube ich. Wir haben ja auch gesehen, dass die Runden manchmal umgestellt sind durchs Editieren, gell? Also wie viele Runden, ob es jetzt 45 sind, vielleicht können es auch weniger sein. Achtung, da greift mich einer an! Oh, wie hart die das hier mache! Wir Du gucken uns musst das Ziele jetzt mal reinigen. an. Das ist der Kenan Und Erden, der fährt mir erstmal in die Seite, dann fahre ich den Bürgi drauf, der Lichtmess brezelt hinne drauf. Mal gern den Kenan Erden. Ja, der Kenan Kenan spielt Erden. den türkischen Joalis, Entschuldigung. Türkischen Schorle. Hier, Achtung. Der ist Deutsch-Türke. Matthäus Feyenoord 2001 Und dann fällt mir fällt der ein. Eicher durch und der Tobias Bürki wird fast vom Beißler erwischt. Der Eichert kommt durch, ja, und den erwisch ich. Ja, Novien, das wird ja definitiv mit Punkte nichts, denn hinter mir kommt Luca Lichtmess. Für den wird es auch mit Punkte nichts, es sei denn, der fährt durch. Das wissen wir ja nicht. Na gut, auf die Spitze haben wir ja schon 31 Rückstand, also das ist schwierig. Aber dem Beißler ist es ja wurscht, der will er nicht unbedingt jetzt da einen Flügelteil verlieren, denn er will ja eigentlich ins Ziel kommen. Für die Richtig. Statistik allein schon. Das wäre dann die siebte Zielankunft, wie wir gesehen haben. Und das ist ja eigentlich, die Saison ist top.
16 Rennen, 7 Zielankünfte, wenn er es hier schafft. Wenn er es Adelaide schafft, 8. Dann ist das auf jeden Fall schon mal die Hälfte der Rennen. Aber die muss ja, er ich sich erst möchte mal in diesem zählen. Video den Ronny Glöden nochmals ganz herzlich grüßen. Der ist jetzt momentan auf dem Weg Richtung Budapest. Ist jetzt, glaube ich, auf dem Weg Richtung Wien aufgebrochen, wo du warst. Und ist am Sonntag zum Hungaroring. Wie gesagt, diese Woche werden wir unseren Hashtag WebJoule anwenden. Wie gesagt, das ist immer noch halt ein schmerzhafter Verlust. Ja, wir haben ihn immer noch in Deswegen unserem werden wir das. Twitter-Profil drin, die meisten von uns. Genau. Und ich habe gerade Joe Gerner im Gespräch bei Burkhardt. Schalten Sie ein, wenn Sie das hören. Und dann Burkhardt gebe ich das gleich Lobenei. weiter, was er gesagt hat. Genau, Boxengassenkanal. Das war noch die gute alte Zeit. Man merkt, Novian hatte auch mal Premiere. Und Nee, ich habe das immer DF1. noch. Ja, jetzt Sky, aber mit DF1 damals und Premiere World. Burkhardt Nubbenei im Boxengassenkanal. Das war noch die gute alte Zeit, gell? Ja. Das war noch richtig Und Formel die Inka 1. Stracke. Ja, aber es gibt ja nicht mal mehr der richtige Boxengassenkanal. Da sind jetzt nur noch irgendwelche Boxenstopps und Teamradios eingespielt. Supersignal noch früher. Was mir fehlt, Novian, ist das Verfolgerfeld gibt's nicht mehr. Ah, weißt du, sowas haben sie dann abgeschaltet, so ein Scheiß, ja? Da weißt du, wenn vorne nichts passiert, und das ist ja in Real meistens so mit zwei Mercedes, dann hat man wenigstens. Hätte man wenigstens ein Verfolgerfeld, wo man die Force Indias und so, Toro Rosso sehen könnte, gell? Nein, haben sie weggemacht. Du Onboard. Force India gerade an. Sergio Onboard. Perez. Onboard sich, kann man warte. Machen. Noch? Ja, habe ich gehört beim Kenny. Der kann er fahren, ohne. Ist aber nicht schlimm, oder? Der hat ja in Ding der mal einen schweren. Der hat überstanden, alles gut. Sergio Perez. Der war ja auch mal in der Crash Challenge bei uns zu Gast, Sergio Perez. Ja, aber sowas möchte man trotzdem sich nicht wünschen. Nein, so nein, natürlich nicht. Also, das wünscht man sich gar nicht. Ja, Lichtmess wird enttäuscht sein. Ist jetzt natürlich jetzt auf rotem Gesicht, wenn ich das so richtig gesehen habe. Und ja, und der Rocky holt Zehntel und Zehntel auf den Schweizer auf. Kann das sein, dass der Schweizer ein bisschen Probleme mit den Reifen hat? Oder kämpft er mit. Oder muss er so langsam rein? Wir wissen es ja nicht. Ja, wir Was wissen ist auch, Analyse, dass, dass McLaren die Strategie splittet, Novian. Also wir haben öfters mal gehabt, dass einer der beiden nicht stoppt und durchfährt. Ist Bergmann dieser Kandidat? Das würde natürlich Matze ärgern. Wir wissen aber in Grand Prix 2 noch was, nämlich dass der mit frischeren Reifen zum Rennende einen Vorteil hat. So, das würde ja dann dem Matze Schweizer in die Karten spielen. Obwohl, dem Valvorik hatte das auch schon probiert in Brünn. Und da hat es fast gereicht zum Sieg. Ja, der Schweizer hat es verteidigt. Man muss abwarten. Bergmann ist sicher nicht schlecht im Verteidigen. Er wird nur hoffen, dass er nicht auf den Beißler aufläuft beim Überrunden, weil das. Ja, aber der hat ja die Bewährung der Beißler. Wenn das nochmal passiert, dann ist der Audisitz weg. Gell? Also darf es sich nicht nochmal erlauben. Auch trotz des Lausitz-Sieges ist die Bewährung nicht aufgehoben für den Beißler. Also. Ne, man wird sehen, wer in die Box geht. Aber ich würde trotzdem sagen, es tendiert immer noch leicht pro Schweizer. Vielleicht fährt er auch nur so schnell, wie er muss. Lässt den Rocky erstmal rankommen und dann so, wenn mit frischer Reife zeigt. Genau. Frische Reifen zeigt danach. Also, hat er ja in Italien gezeigt, so, ich kann schneller. War in Österreich ja auch so, dass der Bergmann geführt hat und später hat das gezeigt. Man muss abwarten. Also das Podest wird nochmal. Kenny ist der Einzige, der noch mitgehen kann. Genau, also der wird wohl Platz 3 festigen können, weil Worik hängt schon 10 Sekunden hinterm Kenny. Schmutz hängt fast das Doppelte zurück. 0,2 Sekunden. Ne, 0,7, oder? 0,20, glaube ich. Ne, 0,7. 0,7. Ja, hat aber wieder aufgeholt, gerade eben war es 0,8. Also Bergmann. Ich habe die Vermutung, Schweizer fährt nur so schnell, wie er müsste. Ich glaube, dass er ja, schneller könnte. Und das könnte Lichtmess natürlich ungemein helfen. Ja, kleine Saisonvorschau auf Adelaide. Können Michael, wir da möchte ich dich fragen, wie groß ist die Vorfreude darauf auf Adelaide? Ja, auf der Strecke habe ich jetzt in den in keiner Saison was gerissen, weil ich da immer einem hinten drauf brezelt bin beim Start.
Ja, aber es ist schon eine Vorfreude, weil es ist Saisonende, dass wir, ich habe erst im April angefangen wieder mit der dritten Saison. Wir sind jetzt dann schon fast, wenn ihr seht, September, fünf wieder fertig. Doch, ja, ich freue mich schon auf das Saisonfinale, vor allem dann die Emotionen kommentieren zu können. Ja, der ist Weltmeister oder der ist Weltmeister, wer es auch immer wird. Und mit der Saison bin ich zufrieden. Muss sagen, ich gehe mit super Erwartungen rein. Ich habe das Ultimum erreicht. Ich habe endlich wieder gepunktet im Grand Prix 2. Ich habe sogar noch mal geschafft, eine Rennen zu gewinnen. Pole Position. Ich bin zufrieden. Also für mich heißt das Ziel, keinem hin und drauf brezeln und ins Ziel zu kommen. Ja, wenn du mich jetzt gefragt hättest bezüglich die Strecke kenne ich ja noch sehr, sehr gut, habe ich ja schon Naja, sehr. Novien, das wollte ich dich sowieso fragen, aber ich denke, dass du das von selber jetzt sagen wirst, Novien. Richtig, also auf die Strecke freue ich mich ganz besonders, auf Adelaide. Das ist ja auch ein Stadtkurs. Genau, wir haben ja mit dem Stadtkurs begonnen in Salvador. Wir enden mit dem Stadtkurs, das ist natürlich auch schön. Und so langsam kommen die Gespräche mit Verträgen, viele Posts haben wir bekommen von den Streckenbetreibern der jeweiligen Länder. Und da wird sich Beisler mal Elektrikprobleme beim Beißler. das gibt's doch nicht. Ich wollte gerade fragen, ja, das war's. Das könnte es gewesen sein. Ich versuch's an die Box zu retten, Novien. Mit allem, Versucht was er ich sich. kann. Das könnte noch klappen, Novien, an die Box zu kommen. Das klappt, Novien, das reicht. Ich kann noch weiterfahren. Es darf jetzt Ja, noch aber es nicht ist in ja. der Boxengasse stehen. Ne, das klappt nur, wenn wir schaffen es noch. Aber ich habe in Suzuka auch immer Pech, du. Also in der ersten Saison auf Platz 5 liegend mal Getriebeschaden gehabt. Hat mir wichtige Punkte fast einen Titel gekostet. In der letzten Saison bin ich crashend ins Ziel. Ja, passt, Novien. Bin drin, alles gut, Novien. Ich fahre weiter, aber Punkte wird es keine mehr geben. Aber ich bin noch dabei, Gott sei Dank. 10,1. Ja, Novien, kannst fortfahren. Alles gut, der Also, Beißler hat sie repariert. was ich sagen wollte, war Oh, die da ist der Strecke auf der Strecke Schweizer. vor. Genau, und jetzt kommt der Rocky. Und Rocky, da Könnte war ja jetzt was. natürlich hängen bleiben hinterm Beißler. Wir wollen ihn nicht abschießen, das ist der Audi-Sitz weg. Aber der könnte hängen bleiben dahinter jetzt und dann hilft es dem Schweizer wieder. Und der Kenny kann sich jetzt auch ein bisschen ins Fäustchen lachen. Und der Bergmann hat dem Beißler ja in Österreich Absicht unterstellt, um dem Schweizer zu helfen. Meine Pressekonferenz auch zu hören. Jetzt wird er ihm wieder Absicht unterstellen. Ja, aber fahr du erstmal fort, Novien. Ja, also wie gesagt, es wird ein heißes Boah, das war hart. Da gab es ein Oh. Wheelbanging. Da gab es ein Wheelbanging. Wir gucken uns das nochmal an. Und zwar der Bergmann hat sich da gerächt. Hier, gucke mal. Ja, da schießt er mir aufs Rad, der Bergmann. In der Kobayashi Corner. Mal Aber was ist Zentralcamp. Das mit. war jetzt die Rache für Österreich. Wheelbanging. Schau, das war Wheelbanging vom Bergmann so weg da, du Arsch. Nach dem Motto war das. Hier, guck Das mal, hat ihm wie viel aber Sprit Zeit er noch hat. gekostet. Das würde Schau ich mal jetzt jetzt. gerne wissen. Hat's eine Sekunde gekostet auf der Schweizer. Es können Ja, wichtige also wie. Sekunde werden im Rennsieg. Richtig. Und ja, wie gesagt, es wird eine lange Nacht werden nach Adelaide. Es wird wahrscheinlich voraussichtlich Anfang September, respektive vielleicht frühestens Oktober, bekannt gegeben, wann der Rennkalender kommt. Ihr würdet dann gegebenenfalls ein Video von Beisler sehen, wenn er das Natürlich. in Erwägung ziehen wollte. Und Naja, so ja, schnell da. wird es nicht gehen mit der vierten Saison. Also, ich weiß nicht, wann ich die fahre. Es gibt dann erstmal am Anschluss an dieses Let's Play kommt Grand Prix World. Da ist noch eine Saison zu Ende zu fahren. Und dann Grand Prix 4. Also, wir wissen nicht, ob es dieses Jahr noch Grand Prix 2 kommen wird. Aber es wird auf jeden Fall kommen wieder. Wenn nicht nächstes Jahr im Frühjahr wieder. Ich will, das alles muss Richtig. richtig gut geplant sein und. Wir werden auch Und sicher in ja. Grand Prix World und so nochmal über die Themen hier reden, mit Joe Gerner und Co., was sich da getan hat. Apropos Joe Richtig. Gerner, Nobin, hast du da was Neues erfahren? Hat er was getweetet, Joe? Joe hat schon was getweetet. Hat sich gerade sich ein schönes Bild gemacht und geschrieben. Ich entspanne mich beim Rennen in Suzuka. Das Ja, das. anzusehen, auf dem Tablet. Ja, da geht jetzt einer in die
Tobias Box, Bürgi. ja, ein Bürgi war das. Ich will wissen, ob Meines der war Tobias. Elektroprobleme bei Jan Bürgi, der war 9. vorhin. Also das scheint hier. Das ist bitter. Das ist sehr bitter. bitter. Ja, der ist da zurückgefallen, als er in die Box gefahren ist. Der war 9. vorhin. Aber er hat gut mitgefahren. Bis dahin müssen wir ihm ein Lob aussprechen. Absolut. Ja, und bei mir jetzt gerade in der Regie. Dunkle Wolken, es donnert. Aber in Grand Prix 2 gibt es keinen Regen, von daher wird er vorbeiziehen. Ne, bei mir jetzt zu Hause, jetzt gerade. Ah ja, okay. Sag ich's ja. Ja. Das musst du wissen, in Grand Prix 2, das war noch ein Rennspiel, da gab es keinen Regen, das gab es erst ab Grand Prix 3 und 4. Das ist schade. Das wäre nochmal interessant hier geworden, Regenrennen. Ja, und wir haben auch eine Editor für euch. Diesen Link werden wir aber auch noch in der Beschreibung setzen. Von dem Kenny Setup. In der Kenny Box. An der Box. Ja, das da könnte bin ich hinhauen. Ich bin gespannt, wo er rauskommt. Ich will erst mal gucken, ob das ein regulärer Stopp vom Kenny ist. Ja, ist es. Okay. Früh. Ja, wer weiß, was er hat. Will er einen Undercut machen? Wir wissen ja nicht, was McLaren vorhat. Fahren sie durch? Ja, vor allem fährt einer durch, fahren beide durch, gehen beide in Box. Valvo übernimmt jetzt Platz 3, aber der wird wohl auch rein müssen. Schmutz zieht auch vorbei. Ja, aber Editor, was meinst du für einen Editor, Nobien? Welchen? Ja, also den ich dir geschickt habe. Diesen Link mit den ganzen Setups. Ah, okay, ja. Tobias Freund in der Box. Ja, okay, das sind reguläre Stops. Der war 13. Der war an den Punkten dran. Also der hat auch nicht schlecht gefahren. Einige können hier brillieren in Suzuka. Kenny wird als 5. rauskommen. Also vor, zwischen Schmutz und Grün. Schweizer kann jetzt den Vorsprung halten. Ja, das hat dem Bergmann Zeit gekostet. Mir fast auch eine Konzentration gekostet hier. Das hat dem Bergmann Zeit gekostet hier, dass er da eine halbe Runde in einem Beißler hing. Schau mal, der Rückstand kann er jetzt nicht abknabbern. Die Reifen sind in der Box. Okay, jetzt wird's interessant. Matze Schweizer geht in Box. Bergmann führt. Geht Bergmann in die Box oder wo kommt Schweizer raus? Ich denke, er wird sicher Zweiter bleiben. Das ist sicher. Ich erwarte mal, wo ich auch in der Box. Ich habe mich schon mal zurückgerundet am Schweizer. Ja. Schweizer ist Zweiter. 17,5. Okay. Jetzt mal die Frage, was macht Bergmann? Der in die Box geht, dann spricht es für Schweizer. Dann müssen sie es auf der Strecke entscheiden. Und dann hätte Schweizer wieder die Nase vorne. Na, warte mal, ist das Schweizer Modus? Jetzt wird wieder aufgenommen. Mich juckt es an der Nase, liebe Zuschauer. Es ist echt ätzend. Aber wir wollen uns konzentrieren, wenn wir sind ja bald bei Rennhalbzeit. Beißler die Elektrikprobleme gehabt. Konnte aber nochmal. Ja, Meier? War 13. Auch schon der Punkte. Ja, der hat auch schon Punkte geholt. In Monza. So. Was macht Bergmann? 22-1. Ja, du hast gesagt, das wird jetzt eng, ob der Bergmann vielleicht vom Schweizer rauskommt, aber du weißt ja auch, dass der Schweizer das aufholen kann. Oder fährt Bergmann durch? Bergmann, wir rechnen mal, jetzt hat Schweizer wieder aufgeholt, wir rechnen mal, Bergmann 3 Punkte, wenn er nochmal 4 dazu holt auf den Schweizer, sind wir bei 7. Dann müsste Schweizer gewinnen in Adelaide und Bergmann müsste mindestens Dritter werden. Der muss Dritter werden. Dann wären es 8, die er verliert, dann wäre es einer, der die WM entscheidet. Wenn Bergmann gewinnt und Schweizer 2, dann müsste Bergmann Dritter werden in Adelaide, um den Titel zu verlieren. Das ist ein bisschen unwahrscheinlich. Weil die immer um 1 und 2 kämpfen. Außer in der Lausitz oder auch in andere Rennen. Bergmann bleibt weiter draußen. Patrick Lang, 7. Auch Valvorik bleibt übrigens noch draußen. Wie gesagt, die Spritliter der Konkurrenz sehen wir natürlich erst, wenn ich jetzt ausscheide wird. Aber das wollen wir ja gar nicht ausscheiden. Da ist der Matze. Wer steht da neben mir? Oh, das ist der Matze Schweizer. Sehr gut, den haben wir aber durchgelassen. Da wird der Bergmann jetzt wieder Absicht unterstellen, gell? Weil den Bergmann war nicht so schön durchgelassen.
Kann man sehen, das wie man will. Das war ja die Kobayashi Corner. Aber das ist der Bergmann vorhin ja auch durch. Da hat er sie durchgerempelt. Ja, was macht der Bergmann? Wir sehen es nicht. Wir können nur spekulieren. Okay, glaubst du, dass die da das gesplittet haben? Nein, Bergmann geht in die Box. Okay, das ist Thema ist durch. Das müssen wir jetzt beobachten. Wir fahren ja ziemlich hinter Matze, gell? Jetzt muss der Stopp schnell gehen bei McLaren. Und Matze muss jetzt schnell sein. Catch der Bergmann in der Box. Schweizer kommt auf. Ja, Schweizer übernimmt. Jawohl. Und wir kommen hinter Bergmann raus. Das wird der Rocky freuen. Ja. Ganz knapp. Ja, Schweizer hat die Führung zurück. Und damit wäre es jetzt bei aktuellem Stand ein Punkt Vorsprung von Matze Schweizer in Adelaide. Da muss er aber auch gewinnen, wenn er Weltmeister wird. Wenn der Bergmann gewinnt in Adelaide, ist es auch durch illegal Achter. Eben, der Schweizer muss auch in Adelaide gewinnen, wenn er hier gewinnt. Weil sonst, wenn Bergmann in Adelaide gewinnt, dann reicht es auch mit dem einen Punkt nicht. Sei denn, Bergmann scheidet aus. Dann könnte der Schweizer auch ausfallen in Adelaide. Oder ein 4 schreiben. Ja. Wenn Schweizer jetzt hier ausfiele, Novin, daran muss man auch mal denken, dann wäre Bergmann Weltmeister. Richtig. Weil er dann mehr wie 30 Punkte Vorsprung. Da müssen wir auch denken, das Szenario kann passieren. Wir haben ja Elektrikschade bei mir gesehen und Getriebeprobleme schon hier gesehen. Also wenn das dem Schweizer passiert, dann ist der Bergmann durch. Dann ist die WM entschieden. Konstrukteurs-WM ist durch. Bei dem Stand aktuell locker, flockig, easy peasy, McLaren Honda Konstrukteursweltmeister. In Suzuka ist natürlich auch eine Historie. Gell? Hat man so viel mit Honda schon gefeiert in den 80er Jahren und Anfang der 90er. Richtig. Ja, Bergmann. Jetzt die Frage. Bergmann hat eine Runde frischere Reifen als der Matze. Wir befinden uns in Runde... Ja, wird uns leider 17. nicht angezeigt. Da oben darfst du... Ja, Runde 17, aber der Führende ist in Runde 18. Also wir haben eine weniger. Wir sind ja überrundet von den Führenden. Pelz ist draußen. Aber warum? Das müssen wir jetzt mal angucken. Wen findet der Marcel Pelz? Da steht er. Das ist die... Ein Radverlust. Nach der Degner. Ja, das ist bitter. 2006 lasse ich grüßen einfach mal. Da war es Schumacher. Ja, Radverlust bei Marcel Pelz. War auf der 17. Bitter. Ja, hätte aber ordentlich mitfahren können, der Pelz, muss man schon sagen. Meinst du, der hat die Chance, da diesen DTM-Sitz zu bekommen, der da frei ist? Wahrscheinlich schon, oder? So schlecht war er nicht. Ich meine, für den Anschubser, da konnte er nichts. Da wurde er vom Pfaffinger ein bisschen vorne bedrängt. Ich denke mal schon. Spannend wird für den Obien zu beobachten sein, Grand Prix 2 Lab. Was machen die Führenden? Wir können gleich mal durchscrollen. Also, Schweizer, Bergmann, Valvorik, der wird wohl durchfahren. Also, wenn er nicht in die Box geht. Kenny Obwohl, Schmutz. Sieht eher so eine Art Teamorder aus, sehe ich jetzt gerade. Dann Grün, Lisa, Schwald, Hartmann, Bergold. Es wird beißer Renault nicht schmecken. Lang, nur Elfter, Bär, Eichert an den Punkten dran. Ausgefallen bereits schon Pfaffinger, Weber und Pelz. Mal noch einen vergesse. Mal nochmal scrollen, dann wissen wir's. Pelz, Pfaffinger und Weber, genau, da können wir ja scrollen. Danke an den Fuchsi nochmal, der mir das gezeigt hat mit dem Scrollen. Und Kenny ist an Valvorik vorbei, da war doch ein Platzierungswechsel. Okay, da gab es vielleicht auch einen Funkspruch. Ja, du hast ja angedeutet, der Vorsprung ging rapide runter. Hat mal Valvorik gesagt, Kenny ist der Stärkere in der WM. Valvorik verlässt das Team E. Und dann schenkt Valvorik, muss dann ein Podium herschenken. Das wird ihn aber auch ärgern. Ja. So. Aber vielleicht Kenny auch einfach die frischere Reife gehabt. Versuche die McLaren Honda zu attackieren. Was aber schwierig wird. Eichert in der Box. Okay, der geht spät rein. Erklärt, warum er so weit vorne war. Ja, klassischer Einstopp-Kandidat. Na gut, bei einer halben Renndistanz, die wir hier fahren. Wir fahren ja noch 50% Rennen. Dann ist das klar, dass man hier nur einen Stopp macht.
Wir sind in Runde 18 von 28. Ich habe noch 10 Runde. Ja, das gibt's auch. Da hinter mir ist ein Auto und es sieht nach einem Rennie aus. Bergmann 1,44,098. Okay, der will's wissen. Hat jetzt fast eine Sekunde aufgeholt auf den Schweizer. Ich glaube, Bergmann will ihm jetzt zeigen, mach mal ein bisschen voran. Und blaue Flaggen für den Beißler. Und da kommt ja, der Kenny kommt da nicht ordentlich vorbei. Gucken wir uns das nochmal an, wie das war hier mit dem Kenny. Der kommt da nicht richtig vorbei. Guck mal, Wolvorik. Der macht's besser. Hier sehen wir es nochmal. Ja, da stupst der mir aufs Rad. Ja, der ist wieder dran. Darf er überholen? Ist die Frage. Wenn Lotus ja gesagt, die dürfen beide voll attackieren. Also okay, dann war das doch keine Teamorder vorhin, sondern dann war das einfach, Kenny hat die besseren Reifen. Aber wir sind uns nicht ganz einig. Vorne Bergmann geht jetzt dann schon. Er sagt dem Schweizer schon, Junge, ich attackiere dich. Ich meine, wenn der Bergmann gewinnt, dann wird auch zweite Platz reichen für den Bergmann zum Titel gewinnen. Da kann ein Schweizer gewinnen lassen in Adelaide. Reicht dann nicht für den Titel. Richtig. Ja, Michael, jetzt kannst du noch mal einen kleinen Programmhinweis machen und auch deine Zuschauer noch mal sagen bezüglich der Boxengassenteilnahme, wenn sie auch dabei sein möchten. Das kannst du jetzt hier auch noch mal machen. Ja, das ist ja ganz einfach. Wenn ihr bei der Boxengasse dabei sein wollt, dann hinterlasst einfach einen Kommentar oder schreibt mir eine PN bei YouTube. Am besten dann mit eurem Skype-Name, dass man euch adden könne, dass man auch mal vorher schon ein bisschen skypen kann, gell? Und dann könnt ihr Mitglied der Boxengasse werden. So einfach geht es. Kostet nicht einmal eine Monatsgebühr, gar nichts, alles umsonst. Muss man nicht einmal in den Club beitreten, gar nichts. Muss man nicht einmal in den Club beitreten, der war auch gut. Ja, ist auch generell sehr lukrativ. Ihr könnt es auch gerne mit Kamera machen, wenn ihr das wollt. Ja, wie gesagt, das kommt auf YouTube, das muss dann halt vorher ein Okay gegeben werden, klar. AGB. Schmutz und es ist jetzt an mir. 15. Bergmann holt auf. Ja, ich sehe das mit Schrecken da oben auch. Matze Schweizer, wie gesagt, die sind in Runde 21, müsste die sein. Ich bin in Runde 20, also sind nur noch 7 Runden im Grand Prix. 7 Runde, 1/10. Wir schalten mal in die Kamera rein. Und ich glaube, da bahnt sich was an. Ich glaube, nach Start und Ziel passiert die Attacke oder schon vorher. Wir können jetzt nur sehen, was da ist. Schweizer, wie gesagt, gewinnt Bergmann, dann reicht auch ein zweiter Platz in Adelaide. Ich glaube, er ist vorbei. Gezogen, tippe ich jetzt mal. Können wir gleich nochmal angegucken. Wir sehen den. Ja, er ist vorbei. Ja. Es hat es sich angedeutet. Wir können es uns aber nochmal angucken, liebe Zuschauer. Zentralcam. Und Schweizer lässt ihn ungern ziehen. Das ärgert jetzt ihm gerade richtig. Kommt die Attacke. Upsala, bin ans Headset gekommen. Hier nochmal Bergmann. Schweizer war fair. Hat die Tür offen gelassen. Ja, hätte auch reinziehen können. Aber das wäre doof gegangen. Doof ausgegangen. So, damit ist die Situation so konstrukteurstechnisch unverändert. Aber Bergmann hätte jetzt 7 Punkte Vorsprung. Und Schweizer müsste in Adelaide gewinnen. Und Bergmann, entweder muss er hier noch vorbei. Oder er muss in Adelaide gewinnen. Und Bergmann muss. Schweizer ist wieder durch. Ich würde es gern sehen, Obien. Was ist denn da los? Hier, Achtung. Da hat der Bergmann einen Fehler gemacht. Da hat der Bergmann fliegt raus! Mit Ansage. Mit Ansage. Unter Druck von Matze Schweizer. Diesmal macht, das ist zum ersten Mal, dass Bergmann einen Fehler macht in dieser Saison. Und dann noch so ein Kapital.
Ja, in der Stelle sollte man diesen Fehler nicht begehen. Und wenn er das Auto nettet. Wir gucken es uns nochmal onboard an. Kenny lacht sich jetzt auch ein bisschen ins Fäustchen. Ja, der könnte, wenn es blöd läuft. Ja, hier. Oh, da bricht es aber aus. Das war komisch, Nobien. Das sah aber auch komisch aus. Ich würde es gerne nochmal sehen, bitte. Regie. Nobien, Zentralcam. Hier, schau mal. Der biegt jetzt ein und das sieht doch komisch aus. Das sieht aus, als klappt ihr ein Rad ein bisschen. Ist da vielleicht was an der Aufhängung gebrochen? Das wäre der, das wäre der GAU. Nochmal bitte auf Bergmann bitte drauf. An ja. Vorne rechts die Aufhängung. Also angezeigt wird nichts. Aber das sah so verdächtig aus. Gut, wir beobachten jetzt. Damit hat Schweizer, wenn er nichts mehr macht, hier den Sieg jetzt doch noch. Aber was passiert? Kommt der Bergmann wieder raus? Wir beobachten das in Grand Prix 2 Lab, ob der Bergmann aus eigener Kraft, wenn der jetzt hier ausscheiden würde. Dann hat Schweizer einen unglaublichen Vorteil. Dann ist Schweizer fast Weltmeister. Ich sehe Bergmann aber nicht mehr hier stehen. Er ist Zweiter, also ich gehe davon aus. Ich würde gerne mal gucken, was mit ihm war. Bergmann hat sich ausgegraben wieder. Ja, Kenny war zu weit weg. Aber Schweizer ist jetzt... Oh, der muss jetzt überrunden vom Christian Freund. Sehr unangenehm. Also Bergmann, ich habe ja gesagt, wenn der jetzt ausgeschieden wäre, der Bergmann, dann hätte der Schweizer... Wie viele Punkte? Er hat ja 4 Rückstand. 26 Punkte Vorsprung. Ne, 27. Da reicht ihm ein dritter Platz gereicht. Ein dritter Platz hätte dann reiche. Das wird nochmal spannend hier zum WM-Finale, liebe Zuschauer. Also Bergmann kann den Sieg abschminken. Jetzt sind es ja dann nur noch 6 Runde für die Führenden. Ich bin ja eine Runde zurück. Bergmann kann sich den Sieg jetzt abschminken. Ja, macht der einen Fehler? Zum ersten Mal macht Bergmann einen Fehler. Eigenständig. Bisher hatte er ja nur Spritbug oder technische. Ja, bisher hat er nur Spritbug-Probleme oder wurde abgeschossen. Jetzt macht er einen Fehler. Geht dem Bergmann jetzt doch die Muffe, Novien? Der jetzt doch Angst, den Titel zu verlieren. Dann wird er aber den Beißer nochmal auf die Fräse schlagen wollen, glaube ich. Weil es sind ja Schuld, nee, das ja war. Ja, aber dieses Mal kann der Michael da nichts für. Ja, aber er hatte 30 Punkte Vorsprung und die Beißler hat ihn ja in Österreich wieder Kollision das gekostet. Ja, aber nicht hier in Japan jetzt. Und der Bergmann ist jetzt so wütend, das holt jetzt wieder 2 Sekunden auf. Nach Abflug, versteht sich. Also das ist schon bemerkenswert gut. Unter Druck vom Matze Schweizer macht er einen Fehler. Was würde Jacques Schulz sagen? Er macht einen Fehler. Und das unfreiwilligerweise. Bergmann macht ihm, Bergmann geht die Muffe, könnte man fast sagen, im Moment. Und übrigens wäre Matze Schweizer, wenn er hier gewinnt, der wird ja die WM-Führung übernehmen, wissen wir ja, zum ersten Mal seit Brünn, dem Rennen Nummer 2, Tabellenführer in der WM. In Brünn war er zum letzten Mal WM-Führer, das war im zweiten Rennen, danach war es nur noch Bergmann. Es wäre zum ersten Mal seit Rennen 2 ein Führungswechsel. Tobias Freund geht in die Box. Der hat sich einen Frontflügel angeschlagen. Eieieiei. Ja, liebe Zuschauer, großer Preis von Japan. WM-Friller ist das hier schon. Und Matze Schweizer wird 5 Jahre im Rennkalender bleiben? Ja, auf jeden Fall. Als vorletztes Rennen. Adelaide auch weitere 5 Jahre als Finalrennen. Das wird natürlich... interessant. Also in Adelaide erwarte ich einen spektakulären Hainu, Novien. Du auch. Du bist ja sicher morgen auch wieder dabei bei der Aufnahme. Das darfst du dir nicht entgehen lassen, diesen spektakulären Hainu in Adelaide. Schon allein dieser Titel ist schon mal heftig. Ich glaube, der Folgentitel dieser Sendung heißt Bergmann macht einen Fehler. Also das ist ja schon... Der holt auch nicht mal wirklich groß auf, Nobien. Also das wird nichts mehr, oder? Das wird der Schweizer, wenn er jetzt selber noch so dumm abfliegt. Der hat ja auch schon einige Fehler gehabt. Dann wird der Schweizer hier gewinnen. Ja. Dann hat er in den letzten 5 Rennen 4-mal gewonnen. Bergmann gar nicht mehr. Es spricht alles für Matze Schweizer. Stellt dir mal vor, der holt das Titel, auch mit begünstigt durch den Beißler-Crash. Holt, aber du musst ja die 60 Punkte Rückstand... Ja.
Die 60 Punkte musst du ja erst einmal aufholen, die er Rückstand hatte, gell? Stell dir mal vor, der wird Weltmeister und geht mit der 1 zu Ferrari. Das kann ja passieren. Ein Ferrari, apropos Ferrari, da überrundet dich jetzt gleich noch einer. Wenn er Ich glaube, drankommt, das kann über. Schmutz sein. Das ist grün. Das ist Gilbert, den lassen wir mal durch. So. Der ist mit Lisa im Infarkt. Uiuiui. Wir könnten mal scrollen, du sagst es. Also Schweizer führt, Bergmann, dann Kenny Waworic, Schmutz. Grün Lisa, Schwalt Hartmann und Patrick Lang Patrick scheidet Lang. aus. Zeigt uns jetzt doch mal Oh. bitte den Lang, danke. Reifenschaden. Vorne links. Oh, das ist bitter. Das ist bitter. Ja, auf Das ist Platz 10 sehr, sehr liegen, bitter. der war in den Punkten. Das ist der zweite Ausfall technisch bedingt bei Audi. Damit gibt es heute keine Audi-Punkte. Damit ist Hartmann 9, Bergold ist damit auf die 10 gerückt, Le Gall 11 und Lukas Bär hält jetzt den letzten Punkt. Ja. Bergmann holt Beide tatsächlich jetzt Frontbrüder nochmal noch richtig ganz auf, hinten. aber jetzt ist es zu spät. Das wird er nicht gewinnen, das Rennen. Siehst du noch alles, Nobien? Ich sehe noch alles. Ich höre alle. 3 Runden noch. Müsste eigentlich so sein. Alvorik, 25 von 28. Ich bin 24, genau. 3 Runden noch, Nobien. Im Grand Prix Japan. Es sieht nach einer Zielankunft aus, gell? Trotz Elektrikprobleme, aber wir haben es ja in den Box geschafft. Wäre die 7. Zielankunft vom Beißler. Das ist schon mal statistisch gut. Schon mal fast die halbe Saison, die ans Ziel gekommen ist. Stefan Meyer scheidet aus. Hat der jetzt auch nicht. Dem platzt aber was. Der Motor. Da geht er fort in die Luft beim Coca-Cola-Fahrzeug. Schau mal, hier schön zu sehen, das Coca-Cola. Siehst du das? Sehr schön. Ja, wir grüßen auch ganz herzlich in diesem Video Maria Zaslonka und den gesamten Heute-Journal-Team. Warum denn das? Die haben mir das überhaupt möglich gemacht, heute das dabei sein zu dürfen. Ja, da muss man natürlich grüßen, das ist richtig. Wir werden ja vom ZDF gesponsert, den Grand Prix 2. Das ZDF übernimmt hier die Rennen, aber nicht RTL, gell, das ZDF. Und Sky übernimmt Grand Prix 4. Unglaublich, ja. Und Katrin Müller-Hohenstein hat Stefan Meyer am Mikrofon gehabt. Und Burkhard Numbenheil hat ihn auch gefragt. Und das Elektroproblem, was er hatte, war Motorschaden war es. relativ schon Motorschaden. Genau. Nee, der erste, der ausgefallen ist, der Weber, hat Der sich jetzt Weber. geäußert. Der sagte, dass es schon länger die Probleme waren. Es war schon auch ein gebrauchter Motor. Gut, aber das ist natürlich bitter für Mercedes, die heute keine Punkte machen und Ferrari punktet massivst. Dreht das Blatt auch noch mal Umweg. um. Was ist? Die ziehen dann auch weg, ja, erstmal. Von Mercedes. Ja, Bergmann holt jetzt massiv auf. Wir sehen das ja in der Grand Prix 2 Lab. Er holt immer mehr Punkte oder Sekunden raus. Aber das reicht nicht. Ich denke, der Schweizer muss nichts mehr befürchten. Wenn er einfach konzentriert zu Ende fährt, ist das der Sieg in Japan. Das wäre dann übrigens, hat Schweizer mit Siegen auch gleichgezogen mit Bergmann. Hat ihn sogar überholt. Schweizer hat 7 Saisonsiege, Bergmann 6. Schweizer wäre das Auf dann jeden Fall sein ist. Gesamt 9. Aber Bergmann gibt nicht auf. Und wir haben noch 2 Runden. Und zwei lange Runden. Ja, Bergmann mit gehöriger Wut im Bauch, auch über sich selber, dass er da abgeflogen ist. So ähnlich hat Kenny an der Spoon-Kurve, an der Spoon Corner,
letztes Jahr in der Saison 2 eine Titelchance weggeworfen. Die Schweiz hat gekontert. Schweizer muss antworten. Da ist ja fast schon spannend, das GP2 Lab anzugucken, weil hier geht es ja um den Titel, liebe Zuschauer. Ein Punkt wem wir dann hier für den Schweizer, der die Führung übernimmt. Ich freue mich jetzt schon deswegen auf Adelaide, wenn ich es morgen aufnehme. Dieses High Noon, dieses WM-Final. Also das ist so schön, die Grand Prix 2 Saison 3 nochmal auszuklingen. Wer hätte das gedacht? Ein Sieg vom Beislam auch schon gesehen in der Saison. Der hier locker flockig jetzt. Da müssten wir schon echt einen Saisonrückblick machen. Nein, noch nie gemacht. Das ist ja viel Schneidarbeit. Ja, muss man mal überlegen. So wie der Jake, wie der Jake das gemacht hat, die Tribute-Videos. Aber ich kann ja nicht so viel Musik einsetzen wegen dem Copyright. Ich wundere mich, dass der Jake da immer so gut davonkommt. Aber gut. Ja, schöne Bergmann. Grüße. Schöne Grüße an der Stelle. Die müssten jetzt in der letzten Runde sein, liebe Zuschauer. Wir werden Matze, Schweizer, Eidsieger sehen. Die Japan-Fans, die Japanesen flippen hier auf. Tribüne. Ja, das sind die voll begeisterten Hardcore-Schweizer-Fans in Japan und die flippen die aus. Mit das freiem gibt. Oberkörper sich auch tanzen, die schon ihre Bolognese schon eingeübt haben. Public Viewing in Wiel am Kaiserstuhl, die flippen. Jetzt hat Bergmann aufgesteckt, liebe Zuschauer. In Malderdingen wird man enttäuscht sein. Das gibt der Sieg, liebe Zuschauer, für Matthias Matze Schweizer aus Wiel am Kaiserstuhl. Ist noch nicht Realität, wir haben es noch nicht eingeblendet. Denkt, er wird jetzt gleich kommen. Unglaublich, Novien. Was für ein Finish. Bergmann überholt, übernimmt die Führung, schmeißt es dann weg. Hat er hier dann die WM weggeschmissen? Das entscheidet sich nächste Woche, werdet ihr das sehen, dann im WM-Final. Live im ZDF, mit dem zweiten sieht man besser, Novien. Matze Schweizer hat's, liebe Zuschauer, gewinnt und übernimmt die WM-Spitze. Ein Rennen vor Schluss. Unglaublich. Kenny wird Dritter, Valvorik 4, Schmutz auf der 5. Beißler wird ins Ziel kommen, Novien. Auch das ist statistisch sehr gut. Der ist jetzt befreit, der Beißler. Dieser Sieg in der Lausitz hat ihn endgültig befreit und dass er da jetzt Punkte in der Tabelle hat. Oh, 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 das befreit aber nicht, wenn er hier rausfliegt. Aber es war eine Überrundung. Oh, der kann den Renault aber zurück überrunden. Nicht aufsteigen, dann lieber lassen. Ja, aber lieber lassen. Ja, sind jetzt durch, Schmutz auch. Beißler lässt den Renault. Ja, der kommt ins Ziel, liebe Zuschauer. Michael Beißler beendet Rennen zum siebten Mal in der Saison und da kann man ja auch mal übers Ziel. Platz 21. Das ist okay. Ja, würde ich auch so sagen. Matze Schweizer gewinnt das Rennen und der Beißler stellt hier ab. Fährt nicht mehr zurück an die Box. Wir wollen den Sieger Matze Schweizer einfangen. Da haben wir ihn. Hier vor seiner Box-Tribüne. Matze Schweizer ist WM-Führender vor dem Finale. Nicht mit auf hier. Matze Schweizer ist WM-Führender vor dem Finale, Novien. Und wir schauen uns an, wie das passiert ist. 49 Minuten 44, das war doch länger als in der Lausitz, aber da sind wir ja auch noch im Kreis gefahren, gell? 28 Runden, Matze Schweizer gewinnt, 59 Minuten 44, 8,0 vor Bergmann, der hat am Ende so aufgeholt und dann hat er nach... Minuten 49 Minuten, du hast 59 gerade gesagt. 49, 44 dann, die Zeit, genau, Novien, danke. Kenny wird Dritter vor Valvorik, deutlich. Daniel Schmutz und Gilbert Grün 5 und 6. Das war ein Befreiungsschlag für Ferrari. Waren Konstrukteur. Und schau dir das mal an. Zweimal McLaren, zweimal Lotus, zweimal Ferrari in Novien. Das ist doch, genau so steht es jetzt auch in der WM. Und übrigens, herzlichen Glückwunsch. McLaren Honda ist Constructors World Championship. Novien, du hast gerade schon ein paar Tweets und Impressionen von der McLaren Box. Die haben schon getweetet. Constructors World Championship. Die haben so T-Shirts gedruckt, gell? Ja, und haben uns beiden schon eins gegeben. Constructors World Championship Winner in Grand Prix 3 Season 3
Grand Prix 2 Season 3 McLaren Honda. Also das müssen wir jetzt nachher als Screenshot machen, ja, und dem Ron Dennis, das mache ich nachher wirklich, Norwin, mache nachher als Screenshot und dann tweete ich das. Ich mache das wirklich nachher. Dann markierst du mich dann natürlich dazu. Genau, mache ich. Ich mache das nachher wirklich, liebe Zuschauer. Könnt ihr dann auf Twitter angucken, das Screenshot von Grand Prix 2. Und mal verlinke ich noch, hat Ron Dennis eigentlich Twitter? Müssen wir mal nachgucken, gell, nachher. Müssen wir mal nachgucken. Müssen wir nachher sehen. Aber erstmal möchte ich auch im Namen der gesamten Belegschaft, mal William hat sich gerade bei mir geäußert, weil habe ich ihm zuerst gratuliert. Er sagte, er ist über glücklich. Letztes Jahr war man dran an Lotus, jetzt hat man sie überholt. Richtig. Und Matze ist da jetzt richtig am Weinen. Vor Freude, jetzt nicht vor Glück. Aber er hat den Titel noch nicht gewonnen. Er führt jetzt zum ersten Mal seit Brünn die WM wieder an. Auch deswegen weint er, der Matze, weil er hätte nie mehr damit gerechnet, in dieser Saison noch einmal die WM anzuführen. Und dann ja. Geht er jetzt zu einem, den er sich bedanken möchte. Nicht seine Teammitglieder, sondern auf Michael Beißler. Ja, das ist aber auch ein Bader Feigeschmack. Ach, Nobien, Vater Beigeschmack, jetzt ja, hab ich. Ich wurde gerade gefragt zum Interview. Nein. Hat er abgelehnt. Rocky macht jetzt so wie Webber damals, wo er die Wasserflasche so rumgeschmissen hat. Kennen Sie die Szene? Ja, kenne ich. Da ist der Rocky stehen. Der ist ja auch mal am Podest ausgerutscht. Der Webber. Aber unfassbar. Kenny gratuliert auch Matthias Schweizer. Das ist unfassbar. Ja, aber die Ausgangslage ist klar, Novin. Matze Schweizer muss auch das letzte Rennen gewinnen. Wenn er Zweiter wird, ist es vorbei. Dann ist Bergmann außer, Weltmeister. Außer Kenny gewinnt. Dann, ja, dann wird es, ja, aber dann sind es auch 4 Punkte. 2, 30, ja, wenn Rocky nur 26, 22. Oder Rocky Bergmann scheidet aus, wird rausgecrasht, dann könnte der Matze auch ausfallen und wäre mit einem Punkt Weltmeister. Das ist ja fast schon dramatisch, Schumacher Hill, was wir dann erleben werden. Wir werden es morgen aufnehmen, ihr werdet es nächste Woche sehen. Also ich bin jetzt schon gespannt, ich freue mich jetzt schon auf dieses Adelaide-Rennen, was wir da zu sehen bekommen werden. Ich weiß es selber nicht, was uns erwartet, gell. Wie wird die WM-Entscheidung, aber dass wir überhaupt nochmal zu so einer WM-Entscheidung kommen, wer hätte das gedacht? Denken wir einfach mal vor 12 Jahren zurück ein bisschen. WM-Entscheidung Schumacher Räikkönen. Das waren zwei. Und da hat ein achter noch. Platz gereicht. Richtig. Es wird im Schweiz aber nicht reichen, der achte Platz. Nein. Es sei denn, Bergmann wird da nur Siebter oder sowas. Gehen wir mal weiter durch. Valentino Lisa, wieder der stärkste Pilot der Red Bull-Fraktion. Die wissen, warum sie den behalten, gell? Siebter vor Christian Schwald. Linus Hartmann, Patrick Bergold, beide Red Bull. Ich glaube, Bergold hat sich jetzt doch bewiesen, dass er vielleicht was kann. Vielleicht doch noch das Lotus Mercedes. Ist. Lotus hat dementiert, das wissen wir ja schon. Aber Mercedes ist ja noch ein Thema. Es gibt noch andere Cockpits unter Umständen. Müssen wir abwarten, was die Zukunft bringt. Ja, nicht legal. Und Lukas wäre komplett in die Top 12 ab. Ja, die Punkte. Nächstes Jahr gibt es ja 15 Punkte. Dann wäre der Kenan Erden wieder in die Punkte gekommen. Das MotoGP-System, das wird noch spannender dann. Ja, dann haben wir Tobias Bürgi. Müssen wir hervorheben, beide Hondas. Jan Bürgi lag auf Platz 9 bis zu seinem Ausfall. Muss man hervorheben, dass, oder bis zu seinem Elektrikproblem. Die Hondas haben sich gut verkauft und das wird mit Valvoric interessant in der nächsten Saison, wenn der dann bei Honda fährt. Richtig. Eichert hat er sogar wieder mal geschlagen. Kenan Erden, ja, das ist ein gutes Ergebnis, respektabel. Jan Bürgi hat super gefahren. Luca Lichtmes wurde rausgeschossen. Vor Joker, Tobias Freund, Christian Freund und Michael Beißler. Ja, das ist die siebte Zielankunft im 15. Rennen. Das ist fast die halbe Saison, Novien. Wenn das in Adelaide auch gelingt, ist das noch ein relativ ordentlicher Wert für die Saison, muss man jetzt schon sagen. Und mit einem Sieg gekrönt, wer hätte das gedacht? Wer darauf gesetzt hätte, ist jetzt reich. Ausgefallen Stefan Meyer mit Motorschaden, Patrick Lang mit einem Reifenschaden, dann auch Radverlust, Reifenschaden. Ne, Radverlust war es bei Pelz, dem ist Rad ganz weggeflogen. Pfaffinger mit Getriebe und Maximilian Weber mit Elektroschaden. Beide BMW raus, ein Audi, ein Mercedes. Das sind also alle drei Premium-Hersteller aus Deutschland einmal ausgefallen. Sogar BMW doppelt. Was kann man daraus schließen? Die sind nicht so Suzuka-tauglich.
Das kann man schwer beantworten. Wie gesagt, jetzt gehen wir Fahrerbeste noch. Runde. Die Genau, hat der Bergmann Fahrerbeste. gesichert. Da war der, das haben wir auch gesehen zum Schluss. Der Bergmann hat bis, glaube ich, 2 Runden vor Schluss nochmal massiv aufgeholt. Und dann hat er wahrscheinlich nachlassen müssen, denn wir vermuten ja immer noch, dass der Dreher auch ein bisschen ein Problem an der Aufhängung war. Vielleicht hat er was geschont, hat er was gemerkt am Auto und hat dann geschont. Und ja, da hat er aber die schnellste Runde. 1/10 vom Schweizer, aber dann doch schon 1,2 Sekunden vor Kenny. Lang war viertschnellster, weil Worik, schau Tobias mal. Freund. Tobias Freund im Coca-Cola Ford, der sechstschnellste. Respekt. Das muss man mit diesem Auto auch mal schaffen. Das ist eine super Richtig. Sache. Le Gall Schmutz, ja sogar schneller wie die Ferraris gefahren, von dem reinen Speed her. Das zeigt uns ja nur der reine Speed, diese Tabelle. Aber immer wieder interessant, was da sich so passiert. Wer da eigentlich vom reinen Speed topisch. Grün Boah. Lisa nur Zehnter. Wo wäre der Beißler gewesen? Ich denke, letzter. Nee. Eine Gans, sogar Christian Freund und der Maximilian Weber hinter sich klasse. Okay, da ist ja auch noch 2 Runden gefahren. Aber immerhin, in der Lausitz war ich der Beste hier. Nobian, bist du bereit für die Fahrer-WM-Tabelle? Ihr kennt's schon? Sehr gerne. Upsala, das ist jetzt falsch hier. Ja, was sehen wir hier, Nobian? 326, 325, wer ist denn hier führender, Nobian? Da ist doch plötzlich Matze Matthias. Schweizer. Natze Schweizer hat 60 Punkte aufgeholt, egal ob jetzt Beißler da mitgeholfen hat oder nicht, aber er hat es geschafft und er beschert uns einen High Noon. Das hätte doch kein Mensch mehr gedacht, oder? Nach Kroatien oder so, wo man gedacht hätte, das ist doch schon gelaufen. Oder nach Helsinki. Hättest du das nochmal gedacht? Ganz ehrlich, nein. Also die drei ausfällig hätte, dann wäre er schon längst Weltmeister gewesen. Ja, wie gesagt. Oder zumindest Punkte gesichert. Nee, er wäre wahrscheinlich schon Weltmeister, ja. Und was man auch sagen muss, er muss aber Ding in Adelaide nochmal einen Sieg schaffen, denn ein zweiter Platz reicht nicht beim Punktesystem von mir, denn ein zweiter Platz würde bei einem Sieg von Bergmann bedeuten, Bergmann Weltmeister wäre Rocky Weltmeister. Bergmann. Bei einem Sieg zweiter Platz von Schweizer, bei einem Sieg von Kenny. Das würde ja bedeuten, dass Bergmann dann mindestens Dritter wäre, würde bedeuten Weltmeister Matze Schweizer. Was tippst denn du persönlich? Kannst du überhaupt schon eine Prognose abgeben? Was Nein. glaubst du, Matze hat jetzt so eine Form im Blick? Glaubst du, der bringt das jetzt tatsächlich heim, unverhofft? Der würde dann als Weltmeister zu Ferrari gehen. Fragen Sie mich dann einfach am Adelaide Grand Prix, dann kann ich es genau sagen. Aber auf Adelaide freue ich mich ganz besonders, habe ich ja schon gesagt. Adelaide möchte ich vorweg sagen, eine Strecke, wo man schwer überholen kann. Also da wird die Startposition entscheidend sein. Da muss der Schweizer eine Pole holen, um sich einen Grundstein zu legen. Richtig, weil die erste Kurve ist relativ kurz. Ja, aber da kann man auch einem hinten drauf bretzen. Das ist ganz schön gefährlich. Der Kenny, Absolut. 291. Ich Kann ich würde sehr mal vorsichtig sagen, sagen. das ist vorbei. Also Kenny wird, auch wenn die beiden McLarens crashen, nicht mehr Weltmeister. Aber er kann die 300 Punkte noch erreichen und das ist Die beachtlich, vor allem, wenn er 280, die er einen Sieg erreicht. geholt hat. Die 280, die wollte er ja schaffen, hat er. Die 300 kriegt er auch noch. Ein Podestplatz ist sicher erreichbar. Oder ein Platz 4. Ja, das beachte ich, hat ja nur einmal gewonnen durch Spritpark in Hockenheim, weil Worik dagegen gar nicht. Ich glaube, Worik muss sich mit Platz 4 endgültig zufrieden geben. Patrick. Jetzt wird Platz 5 sehr interessant werden. Ja, Guck mal und an. schau mal, Daniel Schmutz. Wir haben vor dem Rennen ihn noch nicht mehr. Unterschätzt. Ja, wir haben ihn unterschätzt. Wir haben gesagt, der wird da nicht mehr reinkommen. Ja, guck, was da los ist. Ja, da ist der drin. Das wird sich entscheiden zwischen Patrick Lang, Daniel Schmutz, und der war ja auch von den Experten auf Platz 5 getippt, und Luca Lichtmes. Das ist der Kampf Best of the Rest hinter McLaren und Lotus. Schwalt, guter Achter. Ist okay. Grün 9. Wird in den Top 10 abschließen. Grün, das ist auch okay. Weber 10. Dann Lisa Hartmann, Joker auf der 13. Ja, das wird auch nochmal eng. Ja, und der Beißler, der wird wohl 16. bleiben, sei denn der Le Gall holt noch massivst Punkte. Gehen wir mal in die Konstrukteurs-WM. Wir wissen das schon, 651. Herzlichen Glückwunsch, Congratulations, Gratulation. McLaren Honda ist Konstrukteursweltmeister in Saison 3. Hat Lotus den Titel abgenommen? Die sind der vorige Titelträger gewesen. Ist verdient, oder? Das ist ein Gesamtpaket, Absolut. was eindeutig von Anfang bis fast Schluss hier stark war. Ja, absolut. Kann ich dem nur zustimmen. Und jetzt hat Ferrari sogar die eigene Kraft,
dritte Kraft zu werden. Genau, Lotus wird definitiv, ist auch schon vorzeitig sicher Vize-Konstrukteursweltmeister. Gut, man hätte den Titel gern verteidigt, man kann aber froh sein, dass man so doch schon noch deutlich Zweiter ist. Also man hat ja gesehen, McLaren, Lotus waren die zwei Kräfte, dahinter wird es bunt gemischt, mal eine lange Zeit. Ja, Ferrari kann aus eigener Kraft Platz 3 festigen. Letztes Jahr waren sie auch schon Dritter. Also das bleibt. Ne, letztes Jahr waren sie Zweiter, weil McLaren ja nur mit dem Schweizer gepunktet hat. Das ist okay. Das ist auch momentan nur das drittbeste Auto, wenn man das so nimmt. Mit Mercedes, viertbeste, ist okay. Audi wird Platz, ja, ich denke, Audi Platz 5 ist gefestigt. Der Lang hatte Pech mit einem Reifenschaden. Beisler Renault, ich denke, das sollte reichen um den sechsten Platz. Das ist das Saisonziel von Michael Beisler, dem Teambesitzer. Das sollte erreicht werden. Red Bull hat sich nochmal, gerade die erste Saisonhälfte war mau, die zweite haben sie nochmal richtig gesteigert. Und Renault hat einfach am Anfang zu viele Punkte liegen lassen, wo sie in den Punkten waren, sind dann ausgefallen. Ein Wort zu BMW, neunter Platz. Aber gut, sie haben sich im Vergleich zur Vorsaison deutlich in jedem Rennen qualifiziert. In der Vorsaison waren sie ja nur zweimal qualifiziert. Das ist schon eine Steigerung. Sie sind im Mittelfeld Absolut. angekommen. Absolut. Und die kämpfen ja noch mit Sauber und Williams BMW ja noch um Plätze 9 bis 11. Ja, genau. Sauber. Williams, BMW, Honda. Da müssen wir jetzt abwarten, was Valvoric jetzt schon er wird sicher einiges umkrempeln dort, oder? Da wird er mal richtig aufräumen, glaube ich, wenn der da hinkommt, weil der wird auch gleich mal sagen, Leute, da muss was passieren, das dürfen wir nicht so haben hier. Platz 12 der Konstrukteure, das ist eine Schande, wir wollen den Weltmeistertitel. Und Coca-Cola Ford respektierlich als zweites Neueinsteiger-Team, 7 Punkte. Hat nicht mal Scheuermann geschafft in 2 Jahren. Das ist super, oder? Die werden wir auch nächstes Richtig. Jahr wieder sehen, Coca-Cola Ford. Scheuermann, Chevrolet, Novien, ich glaube, das war's. Da gibt es keine Punkte, oder? Wir werden nur die 13 Teams hier sehen, die wir hier sehen. Leider ja. Leider Ja, wir ja. machen jetzt mal einen kleinen Ausblick auf Adelaide morgen. Genau, ich gehe mal weiter. Novien, ich zeig mal die Strecke. Das ist die Strecke. Du erklär mal was dazu, bevor wir speichern, Novien. Adelaide, Australien, die letzte Runde in der Saison 3 in Grand Prix 2. Es heißt High Noon, Schweizer versus Bergmann. Wer hätte das gedacht? Ein Punkt. Also, liebe Freunde, Adelaide ist eine Strecke, die wirklich sehr, sehr schwer ist. Viele Kurven hat, viele schnelle Geraden hat. Eine sehr, sehr traditionelle Rennstrecke, wie ich finde. Einer für mich der für mich schönsten Stadtkursen, die ich in Australien kenne. Ich habe da ja auch selber, da möchte ich auch meine ganzen Verwandtschaft grüßen. Best regards for all my aunts und so weiter. Also an all meine Verwandten möchte ich ganz herzlich grüßen. Die sind ganz herzlich auch eingeladen. Da habe ich auch schon Karten besorgt für die, dass sie sich das auch angucken. Wie gesagt, in Australien habe ich selber Verwandtschaft dort. Das ist für mich auch ein besonderer Heimspiel, auch für den einen oder anderen Kollegen. Und das ist natürlich halt ein würdiges Finale. Und da möchte ich dich jetzt fragen, Michael. Du kennst Adelaide ja auch ziemlich gut. Hill und Schumacher, habe ich ja eingangs Ja, schon gesagt. Was denkst du Coulthard, die für dich? Boxenmauer. Richtig, 95, richtig. Das war Und auch da der möchte ich letzte dich fragen. Grand Prix dort. Ja, was denkst du persönlich? Adelaide ist ja ein bekannter Stadtkurs, den haben wir ja schon bekanntlich gesagt. Was denkst du? Sehen wir noch mal eine Show von McLaren oder denkst du, da könnte Lotus vielleicht durchaus was ärgern? Wir wissen ja nicht, was Adelaide so bewirkt und da ist die hohe Ausfallquote auch ein Thema. Sagen wir es mal so, Novien, es wird sehr spannend. Adelaide bietete viele gute Finals. Ich erinnere zum Beispiel an 85, Nigel Mansell Platz der Reifen im Williams Honda. Oder 87 mit Nelson Piquet. Und dann natürlich nicht zu vergessen 1994, Schumacher Hill. Da ging es übrigens nur um einen Punkt, gell? Den haben wir jetzt auch, diesen einen Punkt. Aber das wird wohl nicht so bleiben. Ich erinnere mich auch an das Regenrennen 91, das schon nach 20 Runden abgebrochen wurde oder sowas. Oder glaube nicht mal mehr 20. Und es wurden nur halbe Punkte gezählt, weil es so geregnet hat. Marc Surer hätte hier 85 fast mal ein Rennen gewonnen. Oder 86, gell? In einem Richtig. Arrows. Das wäre auch was gewesen. Also Adelaide hat viele schöne Rennen gehabt. 85 bis 95 Finalkurs.
Und Und ich habe schade, das nur dass der eben nicht mehr gesehen. dabei ist. Aber ich erwarte mir für Adelaide Spannung. Und die Lotus haben in den Stadtkursen eigentlich nicht überzeugt. Obwohl, in Helsinki haben sie überrascht. So, aber die Charakteristik ist nicht Helsinki-mäßig. Wir sehen, wir haben ja auch viele lange Gerade in Adelaide. Da Gerade gerade. hier, das ist sehr lang hier, ja. Wenn das kurviger wäre, dann wäre es Helsinki-mäßig, dann würde es den Lotus, ja, man weiß es nicht. Ich rechne ja persönlich mit Audi und Ferrari. Aber dass die da vorne die McLaren ärgern, ich denke, es wird eine McLaren-Show und hier wird es darauf ankommen, dass der Schweizer muss hier die Pole machen oder er muss dann gute Start haben von Platz 2. Also schlechter wie die erste Reihe darf es nicht sein, das wäre dann schon der halbe Knockout. Und ich habe soeben die Meldung bekommen von den australischen Kollegen von Sport 7. Und die haben gesagt, Und Channel dass 9 es nicht vergessen. Channel 9 genau auch, haben auch bestätigt, dass das Spektakel ist voll ausverkauft. Und ich habe gerade mit ein paar australischen Leuten gesprochen. Und die sagten, dass sie sich schon vor die Vorfreude groß ist. Und da möchte ich dich fragen, Michael, du kennst die Strecke ja auch schon sehr, sehr gut damals. Und ja, da möchte ich dir das letzte Wort geben. Erstmal. Ja, ich speichere jetzt noch gerade obligatorisch zweimal ab. Unser letzter Speicherstand für die Grand Prix. Also, das Spektakel ist ausverkauft. Ich habe mir sagen lassen, dass da einige Hochrangige Politiker. Matze-Schweizer-Fans aus Wiel und auch Politiker aus Baden-Württemberg dort anreisen. Ist ja ein Baden-Württemberg-Duell. Bergmann kommt ja beides Baden-Württemberg. Aus Malderdinge kommt der eine, der andere aus Wiel. Das sind am Kaiserstuhl, zwei Nachbarorte fast. Und ich denke mal, das sind also wirklich einige. Aber ich habe gehört, dass da die Mehrheit der Fans wieder mal für ein Matze Schweizer ist. Warum auch immer. Aber sind ja beides keine arroganten Fahrer. Aber Schweizer hat mehr Fans in Japan und in Australien. Könnte ihm helfen, das nach Hause zu fahren. Ich habe auch gehört, dass es in Wiel sowie auch in Malderdinge große Public Viewing aufgebaut ist. Ja, ein riese Pavillonzelt, ein Bierzelt Wir mit bedanken uns ganz herzlich Bierausschank, erstmal. mit Bierschank und so. Und Sekt. Genau, und in beide Orte, also beide Lager, das Bergmann-Lager und das Schweizer Lager, sind gespannt, wer den Titel heimholt. Ja, Und vergesst euer morgen euer Foster's nicht, sage ich jetzt schon mal ganz freundlich. ja, Also das genau. australische Bier. Ich bedanke mich ganz herzlich für Der die Einladung, Hauptsponsor von Michael. diesem Grand Prix hier. Richtig, genau. Ja. Das war's, wie gesagt, aus dem großen Prix von Japan in Suzuka. Mein Genau. Name war Novin Amani. Ich wünsche euch, liebe Zuschauer, eine angenehme Nacht. Und ja, wenn ihr selber mal dabei sein wollt oder mal was oder uns kommentieren wollt, lasst ein Like da oder lasst sogar ein Abo da. Oder folgt uns auch auf Twitter. Das könnt ihr auch jetzt machen. Oh ja, der Und Screenshot, Novian. Du erinnerst mich an was? genau. Und dann sage ich von meiner Seite aus, das war's. Ich am Mikrofon war Novin Amani und der Michael Beisner. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Keep racing, auf Wiederlocke und dann bis spätestens morgen, dann hier zum großen Finale. Wer wird das machen? Schweiz. Matze Schweizer oder Rocky Bergmann? In diesem Sinne, eine gute Nacht und bleiben Sie sportlich. Keep racing for life. Tschüss und bis dann. Euer Mehr habe Novin ich Amani. nichts mehr hinzugefügt. Norbert hat es gesagt. Vielen Dank, dass ihr dabei wart beim Zugucken. Und von meiner Seite auch ein schönes Auf Wiederlorge. Keep Racing. Und dann geht's nächste Woche zum High Noon. Donnerstag das Qualifying. Sonntag das Rennen. Wer gewinnt? Schweizer versus Bergmann. Nur ein Punkt trennt sie. Das ist wirklich Spannung pur. Verpassen Sie das nicht. Und bleiben Sie daheim, das Rennen dürfen Sie nicht verpassen. Ich sag schon mal Keep Racing, auf Wiederlorge und bis zum nächsten Mal. Euer Ciao, ciao. Bundesbeißler.